Diese vier Dinge muss jeder regelmäßig machen, der einen Geschirrspüler hat. Denn dadurch erhöhst du die Lebensdauer deines Geschirrspülers und die Reinigungsleistung bleibt immer auf einem sehr hohen Level. Für die erste Sache, die du unbedingt tun solltest, musst du den unteren Korb entfernen. Denn dann hast du Zugriff auf den Filter. Dieser filtert Essensreste und allen möglichen Schmutz, der sich noch an deinem Geschirr befindet. Wenn du ihn hier ausbaust, durch einfaches Ausdrehen kannst du meistens auch schon sehen, dass hier einiges an Schmutz dran ist. Du kannst den Filter hier auch nochmal auseinanderziehen und dann siehst du meistens erst das richtige Ausmaß. Du kannst ihn unter fließendem Wasser mit zum Beispiel einer alten Zahnbürste perfekt reinigen. Danach einfach wieder zusammenstecken und dann kannst du ihn schon wieder in den Geschirrspüler einbauen. Achte hier darauf, dass du vorher auch noch alles sauber machst, dort wo er hereinkommt, denn die Ränder sind meistens auch noch etwas schmutzig. Danach musst du ihn nur wieder zudrehen, bis er fest drin sitzt. Das bringt uns auch schon zur zweiten Sache. Denn auch die Sprüharme deiner Geschirrspülmaschine solltest du regelmäßig reinigen. Den unteren musst du einfach nur hochziehen, um ihn zu entfernen. Für den oberen musst du erst diese kleine Schraube lösen, um ihn dann nach unten herauszuziehen. Hier sind es meistens diese Löcher, die verstopfen. Zum Beispiel auch durch Essensreste oder anderen Schmutz. Dann kann es vorkommen, dass der Geschirrspüler eine nicht mehr so gute Reinigungsleistung vollzieht. Spüle ihn mit Wasser durch und schaue, dass du die Löcher wieder frei bekommst. Setze sie danach wieder ein. Damit die Reinigungsleistung ebenfalls immer sehr gut bleibt, solltest du darauf achten, dass immer genug Geschirrspülsalz hier in diesem Fach drin ist. Genauso wie natürlich auch Klarspüler. Allerdings solltest du auch regelmäßig deinen Geschirrspüler selber mal reinigen und entkalken. Dafür eignet sich Natron wunderbar. Gib dafür 50 Gramm Natron auf den Boden deiner Geschirrspülmaschine. Verteile es hier gut. Als zweite Zutat brauchen wir dann außerdem noch Essig. Das sorgt nämlich dafür, dass alles richtig schön entkalkt wird. Fülle das Fach, wo du sonst dein Geschirrspülpulver oder Geschirrspültab hineingibst, einfach mit Essig. Schließe es dann und starte die Maschine bei einer hohen Temperatur. Dadurch wird sie entkalkt und wieder richtig schön gereinigt. Hierbei sollte sie allerdings kein Geschirr beinhalten. Natron bekommst du übrigens auch bei mir im Shop. Link findest du unten in der Videobeschreibung. Möchtest du jetzt außerdem noch wissen, wie du dein Geschirrspülpulver selber machen kannst und damit jede Menge Geld sparen kannst, dann schau dir unbedingt das Video an, welches ich dir an dieser Stelle verlinke. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich ebenfalls wirklich sehr freuen.